Hallo zusammen in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Was wir heute machen, habt ihr ja schon gesehen, wir machen Ravioli Fatti in Casa, also selber gemachte Ravioli mit Spinat und Ricotta. Also für den Teig brauche ich 5 Eier und 500 Gramm Weissmehl. Zuerst wäge ich das Mehl ab, ein halbes Kilo Mehl. Dann lasse ich es schon an, dass es schon etwas verrührt. Dann die Eier ist Grösse L, also sind grössere Eier. Und die schlage ich zuerst jetzt im Massbecher. Und dann verrühre ich es gerade, weil es ist besser, das so zu machen, als wenn man die Eier ganz ins Mehl hineinschießt. Das ist nicht so gut. Besser so. Das verknetet es schneller und besser. Dann kann man die Eier reinschütten. Dann kann man gleich anfangen mit der Füllung. Also brauchen wir einen halben Teelöffel Pfeffer. Einen halben Teelöffel Muskat, 1 bis 1,5 Teelöffel Salz, 70 bis 100 Gramm Grana Padano, eine Knoblauchzehe, 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl, 1,5 Kilo Spinat und 1,5 Kilo Ricotta. Dann geben wir zuerst Öl in die Pfanne. Ihr könnt natürlich auch weniger oder mehr drin tun, das müsst ihr selber wissen. So Handgelenk mal Pi. Ja? Dann habe ich den Knoblauch geschnitten. Und den lassen wir drinnen. Dann vermixen wir den mit dem Spinat. Dann haben wir einen halben Kilo 500 Gramm Spinat drin. Den muss zuerst natürlich auftauen. Nachdem er aufgetaut und gar ist, also gekocht ist, stellen wir ab und uns ein bisschen abkühlen. So, dann tun wir die Spinat in meine Häckslermaschine. Und die ist einfach super, die Maschine. Ich werde nicht zahlt, um Reklame zu machen für die Maschine. Aber die Maschinen, die ich brauche, wenn ich überzeugt bin davon, dann sage ich es halt auch, dass sie gut sind. Und die ist im Nu hat man das alles fein gehackt. Ja. So, das ist das schön. Schöne Brei geworden, dann nehmen wir es zurück in die Pfanne. Dann nehmen wir die 500 Gramm, je 250 Gramm Ricotta dazu. Dann nehmen wir das zuerst gut verrühren, damit es gut gemischt ist. Dann haben wir noch den Grana Padano drin. Ihr könnt natürlich auch Parmigiano drin tun oder einen anderen Käse. Wie euer Geschmack ist. Wenn ihr Emmentaler drin tun wollt, dann könnt ihr das machen. Hauptsache, die Masse wird ein bisschen kompakt.
tun wir würzen mit dem Muskat, mit dem Salz. Dort genug Salz drin, ich habe zu wenig Salz drin da, weil durchs Kochen verliert sich ein Geschmack. Und halben Teelöffel Pfeffer. Gut mischen aus. So, in der Zwischenzeit ist der Teig verknetet. Nach 15 Minuten seht ihr, wie der ist. Der ist kompakt und trocken. Jetzt muss er eine Stunde im Kühlschrank läuen. Ich tue es halt nicht in eine Plastikfolie, ich habe nicht so gerne so Plastikzeug, ich tue es so drin. Darum dauert es dann länger. Also mindestens eine Stunde im Kühlschrank. So, nach einer Stunde habe ich ihn rausgeholt. Der ist jetzt fester geworden, kompakter. Jetzt muss man ihn ein bisschen verkneten. Man müsst das nicht zu lang machen, weil es ist dann gemütlich, so ein halbes Kilo Teig kneten. Das ist ein recht fester Teig und das muss so sein. Dann könnt ihr besser schon abschneiden, Portionen schneiden. Dann könnt ihr auch viel besser verkneten. Noch ein bisschen kneten. Ein bisschen flach drücken. Ein bisschen einmehlen. So, noch ein bisschen flach drücken und er durch die Marcato-Maschine jagen. Und das ist also mein Geburtstagsgeschenk, habe ich mir selber gemacht. Super Maschine mit dem Motörli. Und die Walzen sind auf der Stufe, die am offensten ist. Ja? Wo es offen ist, auf Null. Und wir lassen jetzt den Teig mehrere Mal durchlassen. Der wird dann nämlich immer besser durch die Walzen durchlassen. Jetzt ist er noch dick, der Teig. Aber ich kann die Walzen verstellen, die seht ihr näher. Also so 5-6 Mal durch die höchste Stufe 0 ist die offenste Stufe der Walzen durchlassen. Ihr merkt selber, wenn der Teig besser wird, fein wird, so ein bisschen wie Seide wird oder wie Samet. So, jetzt muss ich es verstellen auf 2. Dann ist die Walze schon näher beieinander, dann wird der Teig dünner. Und auch bei Stufe 2 mache ich das so. Und ich gehe bei Stufe 5. Stufe 5 ist für mich, für einen Ravioli-Teig, ist der fein geworden. Also noch feiner sollte man es nicht machen. Und auch diese Maschine, das ist einfach der Mercedes unter den Pasta-Maschinen, die so funktionieren. Wie ihr gesehen habt, habe ich wieder versetzt. Die Stufe. Auf 3. Und immer wieder falten den Teig und durchjetten. Und dann wird der Teig wunderschön. So, jetzt auf 5. Jetzt ist auf Stufe 5. Also auf Stufe 5 bin ich jetzt und das ist der Teig fein geworden und das reicht. Feiner sollte er nicht werden. Dann habe ich die Maschine abgestellt und das Förbli habe ich gebraucht, für die Ravioli zu machen.
das ideale Formchen. Mit der Unterseite könnt ihr den Teig ausstechen. Die kann man überall kaufen, im Internet oder in Läden, glaube ich. Ja, also via Internet. He? Die sind auch nicht teuer. Und dort immer die Förmchen, wenn ihr ausstechen, den Teig ein bisschen bewegen hin und her, dass der Teig sicher gut ausgestochen ist. So, dann habe ich Wasser genommen, einen Pinsel und habe die Ränder befeuchtet, damit die Ravioli ganz sicher nicht aufplatzen beim Kochen. Weil der Teig ist schon recht trocken geworden durch das viele Verarbeiten, es ist ja nur Ei drin. Aber die Ravioli sind keine einzige aufgegangen, auch die, die ich nicht habe befeuchtet. Das habe ich einfach zur Sicherheit gemacht. Dann habe ich das Förmchen genommen und so ein Steakchen reingelegt und etwas abgedrückt. Dann habe ich so einen kleinen Teelöffel Füllung reingetan. Und dann einfach zuklappen und etwas zusammenpressen. Und schon haben wir eine Ravioli. Und das war so eine mittlere Grösse. Man kann auch kleiner machen natürlich, aber da hat man natürlich viel mehr Arbeit. Man kann es auch einfacher machen, eine andere Variante. Einfach einen Teelöffel Füllung rein und von Hand zuklappen, wenn ihr kein Förmchen habt. Und mit einem Glas den Teig ausstechen. Wenn ihr also kein Förmchen habt. Hier habe ich etwas zu viel Füllung drin, aber der Ravioli ist dann gleich nicht aufgeplatzt, als ich es gekocht habe. Oder noch andere Variante, wenn ihr keine runde Förmchen wollt machen wollt. Einfach direkt auf den ausgewalzten Teig. Dann habt ihr die Füllung und her die andere Seite vom Teig drüber klappen. Zudrücken, gut drücken. Auch die sind nicht aufgegangen. Mit dem Pizzaschneider habe ich das ausgeschnitten. Ihr könnt natürlich auch ein Messer nehmen oder so. He? So, das sind die schlichten Ravioli. Da habt ihr es jetzt gesehen, wie das geht. Das ist ja nicht so schwierig. Vielleicht kocht ihr es nachher. Viel Spass mit dem Rezept und tschüss zusammen. Ciao, ciao.